Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander, ich habe wieder Besuch gekriegt. Hier sieht man gar nichts, es ist dunkel. Ich rede 2 Stunden, wenn wir rausgehen und es ist dunkel. Man sieht gar nichts. Das ist nicht dunkel. Es ist dunkel. Doch, hell hier auf der Kamera. Die sieht man gar nicht. Scheiße, warte mal, kann ich hier... Ich bin die Dunkelheit. Ich mach mal Licht, geht das? Bonego. Ja, zeig mir nicht so viel von dem anderen Auto. Was? Ja, wegen Telefonnummer nicht. Achso. So, ein bisschen Foto. Eieiei, guck mal an, hier ist fast. Hier ist ein bisschen... Fast voll. Ja. Oder dann machen wir obligatorischen Dämpfertest. Ja, Rad ist versunken. Hier ist auch versunken. Aber es ist nicht so krass, wie wurde die Batterien damals. Hier ist auch versunken. Die ist an der Feder gebrochen. Ist auch noch ein bisschen was. Ja. Ein bisschen teasern. Die Lichter. Hast du da welche geholt? Nee, das sind meine Bestände. Reserven? Meine Reserven. Ah, da kann ich nur die Lichter anmachen. Schön. Schön, schön. Was? Die Mietzi ruft schon. Die ruft noch der Mutter. Naja, wir laden mal aus und ich mache jetzt auch wieder dann Auspackvideo. Ihr seht ja, das wird ein bisschen längeres Video. Naja. Geil. Notfall am NBN-Fahrzeug. Und Falco. Fehlt schon wieder was. Fehlt schon wieder. Falco hat den Deckel hier zerknallt irgendwie. Hier müsste eigentlich ein Ventil drin sein. Das ist weg. Und hier tropft irgendwo raus. Tja, und wir haben Samstag, wie spät ist es? Um 11? Mhm. Ne, also jetzt mit Ersatzteilen ist schwierig. Wir gucken jetzt mal. Ich habe noch, wir haben jetzt gerade mal im Internet geguckt. Unter Falco. Ah, jetzt ist es ein bisschen dunkel. So, jetzt habe ich die Tür offen. Und ich habe hier noch einen Pontiac. Und eventuell passt von der Mühle der Kühlerdeckel. Aber, Falco, wir müssen hier erstmal ausräumen. Er ist zugemüllt. Okay, wir räumen erstmal aus hier und gucken, dass man die Karre rankommt. Eieiei. War lange nicht mehr dran hier an dem Haufen. Gucken wir mal, ob wir Glück haben. Von Falco. Eieiei. Och, guck mal, hier sind schön Spinnweben. Pfui. So. Achso, wenn er passt, dann machen wir dann deinen Deckel erstmal hier rein. Ich schreibe mir einen Zettel. Nee, Plaste. Okay, Plaste. Hat einen Plastikdeckel leider. Okay. Gut. Dann Plan B. Gucken. Müssen wir auf den Boden. Vielleicht habe ich da noch. Wir hatten noch geguckt, GM würde wohl noch passen. Ich hatte mal ein Opel Kadett. Vielleicht habe ich da noch was. Gut, schade, passt nicht. Hab dort gleich mal einen Pontiac gesehen. Gut, schade. So, im Zuge dessen habe ich noch einen Akku versorgt vom Falco und ja, ihr seht schon ein bisschen angekratzt und so, aber das war ja scheißegal. Die werde ich wieder versuchen hinzukriegen. Vielleicht sind sie auch in Ordnung, ich weiß es nicht, vermute auch mal, dass sie nicht in Ordnung sind. Zumindest mal einen Durchgang Rempf oder so. Und ja, ihr habt ja gesehen, die Riesenladung vom Falco und er bringt ja immer, er hat mir damals ja die ersten Batterien gebracht und ja, wird Zeit sich mal zu revanchieren. Ne? Wir laden den jetzt mal rüber, weil ich habe so ein bisschen mit dem Rücken und dann kann ich mich die Tage da mal drüber machen. Ja, ich freue mich schon. So. Wir haben jetzt einen Überlauf einfach mit da reingestoppt. Also optimal ist das nicht. Was willst du machen? Nein, ja, darf ich nicht drücken. Würdest du noch auskippen beim Rausfahren? Also? Ja, aber jetzt so ist es ein bisschen weniger. Von hier, ich wüsste nicht alles. Ja. Gut, du kriegst jetzt noch ein paar Liter Wasser mit. Nein. Und dann schnell heben.
Ja, ist halt der Deckel ist kaputt. Deckel ist kaputt, Junge. Ja. Wir haben jetzt noch mal eine halbe Stunde gesucht. Ich habe leider keinen da. Ja, das fixieren wir noch ein bisschen. Damit hier. Da 150, ja, scheiße. 150, also 200 Ampere schon auf 12 Volt. Ja. Musst du dir überlegen. Also, beziehungsweise, wie gesagt, wir müssen mal gucken, ob überhaupt alle Zellen in Ordnung sind. Den Druck brauchst du hier drüben nicht. Nö. Nee. Den müsste ich bloß noch mal sauber machen. Ausspülen. Ja, das mache ich noch. Hier ist alles zugebaut. Du bist jung, anklemmen. Hier. Du musst trotzdem ein bisschen runterkommen. Ja, ja. Klemm sie mal an. Aber ich kann jetzt halt nur auf die, so ein bisschen, ne? Das ist ein bisschen russisch angeklemmt jetzt. Was, 13? 2? Hä? Ja. Nee. Hat es gerade 13? 2 angezeigt? Warte mal, was hatten die? 800 oder? Nee, 820. 800. Also egal. Oh. Was? 11,5 Toleum, 24%. Ups. Ja. Warte mal. Ja, mal rämpfen, da geht die wieder. Okay, die muss ich mal rämpfen. Das sind die wahrscheinlich zu wenig benutzt, Digga. 17. Das wird nicht besser. Kannst du gleich über Nacht eigentlich reinhängen, das Ladegerät? Nee, ich muss das mal Rimpf aufbauen. Na, machen wir ab. Achso. Oder willst du noch mal besser dran klemmen? Nö. Ach, du hast es daneben? Nee, das ist nicht gut. Kriegst, ja, du, das, kriegst du das nicht hin auf die Pole direkt? So, drauf zu ja, ja. Also, soll ich von oben Na, warte mal. Nee, warte nicht. Nee, jetzt kannst du vergessen, Felgen. Du musst dich jetzt abmachen, da geht die Steuerung wieder ab, das ist scheiße. Aber gut, dann müsst ihr mal wechseln. Das kann aber auch sein, ein Messfehler jetzt ist. Machen wir nicht an die Pole vorne. Ja. Aber 13:30 ist die voll eigentlich. Also die ist eigentlich stopp. Das ist ein Messfehler. Der Vater hat ja auch nichts gesagt, er hätte ja gesagt, wenn die leer wäre. Oder? Das ist ein Messfehler. Ja. Du musst zum Hoch abklemmen und mal mit deinem messen. Und dann mal mit meinem messen. Ich glaube, ja. Die ist so bei 70-80% locker. Ja, stehen wir. Werden wir sehen. Müssen wir nochmal messen. Das braucht schlechte Kontakte. Ansonsten muss ich einen mit herbringen, einen anderen noch. Ich habe die Dings noch. Ich habe unten 100 Ampere schon heben. Nö, ja, dann nehmen wir die. Ich habe oben noch eine. Na gut, einmal frei. Ich denke mal, du wirst schon sicher heben. Ja, so ansonsten geht er mit Presse. Ich habe eine Scharte voll. Das gute Lieferfahrzeug. Ja, leg ich mal. Naja. Gut, dann kommt gut hin. Wir haben Falco hier noch ein bisschen Altlast. Und mit bisschen Wasser. Und ein bisschen Wasser. Ah, scheiße, die Batterien sieht man gar nicht. Ach doch, ja, sieht's. Es geht. Die Kamera macht alles übelst dunkel. Ja. So, mal gucken. Ich komme jetzt in den Discord, da kann man quatschen sehen. Ja, alles klar. Hier ist auch noch Retourkiste. Ich habe Falco noch hier einen Akkuvernichter umgebaut mit Lüfter und naja, ein Bord. Ich hoffe, ich muss nicht hier drinnen schlafen heute. Es wird nämlich kalt. Vor allem ohne ein paar Decken hast du. Ja, aber die sind aber. Du hast noch eine Decke. Nee, ist gut. Naja. Kommst du mal sehen. Wenn nicht, du rufst noch ein Taxi. Das letzte. Ja, gut. Na gut. Mach's gut. Tschüss.